Ja, hallo liebe Nature Chill Tierfutter Tester. Voll cool, wenn es irgendwann mal nicht mehr klappen sollte bei mir mit dem Film- und Fernsehgedöns, dann gibt es zum Glück noch eine ganze Menge anderer Berufe, die ich liebend gerne machen würde. So einfach ist das. Folgendes: Gesundheitszustand Arm, immer noch gipsig. Deshalb kann ich die Messer leider immer noch nicht testen, die mir der Michi vom Kanal Outer Steiermark liebenswerterweise, ihr wisst, was ich meine, zugeschickt hat. Deshalb werde ich euch die Messer jetzt nach und nach vorstellen. Wer gar nicht weiß, um was es geht, ganz einfach, der Michi hat mir einen ganzen Haufen Messer zum Testen zugeschickt. Und ich habe dem Michi einen ganzen Haufen Messer zum Testen zugeschickt. Ausgepackt habe ich sie das letzte Mal schon. Er hat meine auch schon ausgepackt. Die beiden Videos sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und anfangen möchte ich heute mit dem Manley Patriot. Wieso genau mit dem Messer? Nun, der Michi hat gesagt, ich darf mir bis auf 3 Messer ein Messer aussuchen von dem ganzen Haufen, dass ich mir behalten darf. Und so nett wie das gemeint ist, und es ist wirklich scheiß nett gemeint, vielen lieben Dank, ich kann mich nicht entscheiden, aber es wird sich zwischen 2 Messer entscheiden müssen, und einmal ist das eben das Manley Patriot, weil mir das super gefällt, und das andere Messer, komischerweise, ist das Mora Garberg. Jetzt, wo ich es in der Hand gehalten habe, finde ich das Messer echt sehr geil. Zwischen diesen 2 Messern werde ich mich entscheiden müssen. Das nächste Mal stelle ich euch das Mora Garberg etwas genauer vor. Ja, und jeder, der jetzt wissen will, was halte ich denn von dem, also wie ist denn mein erster Eindruck? Ich habe es ja nicht getestet, aber ich kann es ja immer noch halten mit meiner verbliebenen Hand. Jeder, der wissen will, was halte ich denn von dem Messer, ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. Dann kommen wir wie bei fast jedem Video, wo ich euch ein Messer vorstelle, erst einmal zu den technischen Daten von dem Messer von der Firma Manley, die übrigens ihren Firmensitz in Bulgarien haben. Wo die Messer hergestellt werden, kann ich euch nicht sagen. Nur so nebenbei, ist ja egal. Das Patriot hat eine Gesamtlänge von 20,2 cm, wobei die Klingenlänge 9 cm beträgt. Summa summarum müsste also die Grifflänge 11,2 cm betragen. Rein rechnerisch, keine Ahnung, ist nirgendwo angegeben. Die Klingenstärke wird hier mit stolzen 3,77 mm angegeben. Ich habe keine Ahnung, warum das da so exakt angegeben wird. Ich sage einfach mal 3,8 mm und das Gewicht beträgt 110 Gramm. Das Material der Klinge ist ein D2 Stahl und beim Griff gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder es ist Walnussholz oder, was ich eher glaube, es ist Guyakan Ebenholz. Das schaut mir mehr nach der Version aus mit dem Ebenholz. Aber ich kann es euch nicht zu 100% genau sagen. Das Messer besitzt einen wunderschönen, scharfen Flachschliff und ich habe es in dieser tollen Kydex-Scheide bekommen. Vielen lieben Dank, Michi. Ich weiß, du hast auch noch eine Lederscheide. Danke, dass du mir die Kydex-Scheide mitgeschickt hast. Das freut mich wahnsinnig. Mit diesem echt saugeilen Gürtelclip. Das ist echt der Hammer. Eine stabile Kydex-Scheide und das Messer sitzt auch bombenfest in der Scheide. Das war's erst einmal von den technischen Daten. Was halte ich denn nun von dem Patriot Messer? Es ist kein Geheimnis, ich finde das Messer wahnsinnig schön. Es ist halt einfach so. Ich finde, das Messer ist einfach und schlicht gehalten. Genauso mag ich meine Messer. Es liegt super in der Hand. Es ist super verarbeitet. Hier gibt es keine Kanten, keine Grate. Es ist alles wirklich wie aus einem Stück gegossen. Wenn ich beide Hände hätte, hätte ich mir den Lanyard schon längst runtergebaut. Aber das ist ja für ein Vorstellvideo völlig egal. Der Griff gefällt mir wahnsinnig gut. Für meine Hände perfekt. Die perfekte Länge.
ohne viel Kladderadatsch, der Griff gerade, genauso mag ich es einfach. Es sind zwei Chimpings angebracht, einmal am Klingenrücken. Die sind sehr dezent gehalten, aber erfüllen ihren Job, also am Klingenrücken, der erfüllt seinen Job super. Und dann haben wir noch einmal das Chimping an der Unterseite vom Griff, dass man hier nicht in die Klinge abrutschen kann. Ist perfekt, stört nicht, ist wirklich der Wahnsinn. Was mir nicht so gut gefällt, das ist der Flachschliff, aber das ist rein so eine optische Sache, weil, ganz ehrlich, mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, welchen Schliff so ein Messer hat. Ob ein Messer jetzt einen Flat Earth Schliff hat oder einen Saber Half Baked Schliff oder einen Scandi Schliff oder einen Hohlerden Schliff oder sonst irgendwas, das ist mir völlig egal. Aber mir ist auch bewusst, es gibt immer noch sehr viele Männer, hauptsächlich Männer, die wirklich behaupten, nur weil sie mit einem Messer nicht umgehen können, es liegt am Messer. Ist nur meine Meinung und auch nicht so ernst gemeint, ohne jemanden nahe treten zu wollen. Es ist halt einfach so, finde ich. Aber wirklich ein schönes Messerchen. Ich bin wirklich am Überlegen, wird es dieses Messer oder wird es das Garberg? Ich weiß es noch nicht. Das taugt mir schon richtig gut. Ich weiß es nicht, meine Lieben. Ich habe keine Ahnung, liebe Nature Chiller, für was ich mich entscheiden soll. Das nächste Mal werde ich euch auf alle Fälle das Garberg vorstellen, aber dieses Messer auf jeden Fall von mir einen Daumen nach oben. Ich finde es einfach geil. Ich finde es richtig cool. Richtig cool. Ich freue mich schon darauf, es in 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen testen zu dürfen. Da ist der Sommer dann auch schon da und ich muss einfach positiv in die Zukunft blicken. Ja, nochmal vielen lieben Dank, Michi, für die ganzen Messer. Ich hoffe, du hast mit meinen Messern auch einen Haufen Freude beim Testen, beim Arbeiten. Und das war's jetzt erstmal von mir, von meinem ersten Vorstellvideos von den Messern vom Kanal Outer Steiermark. Leute, geht raus! Nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber bitte, treibt es nicht zu wild, sagt Nature Chilled.